Weniger Schadstoffe, weniger Treibstoffverbrauch, weniger Lärm und mehr Verkehrssicherheit. Das alles soll mit einem Tempolimit 100 auf unseren Autobahnen möglich sein. Was die Murtaler davon halten, das sehen Sie jetzt in unserer Umfrage der Woche. Es wird diskutiert, ob die Autos langsamer fahren sollen. Das heißt, ein 100er auf der Autobahn ist gefördert und gewünscht. Auf den Landstraßen und auch in den Gemeinden soll auf alle Fälle die Geschwindigkeit reduziert werden. Was halten Sie davon? Wie stehen Sie dazu? Also auf der Autobahn 100 finde ich fast ein bisschen übertrieben. Also das 130 würde passen. In den Ortschaften würde 50 auch reichen, fährt aber keiner. Das ist das Problem. Meinen Sie, dass hier zu wenig kontrolliert wird oder vielleicht hätten Sie sogar so einen Wunsch oder eine Forderung? Ja, Kontrolle ist immer gut, gell? Weil wenn nicht gestraft wird und zwar hochgestraft wird, dann passiert nichts. Ein absoluter Blödsinn. Warum glauben Sie, es ist nicht okay, dass man jetzt das Tempo reduziert? Reduziert soll es ja nicht nur werden auf den Autobahnen, also Tempo 100 aufgrund des Klimas. Ich bin Grüner, ich bin nicht multikulti-antischistisch, ich bin ein älterer Herr. Ich habe nämlich noch 48 Stunden gearbeitet, wie ich gelernt habe, wissen Sie? Schon zeitlang her, deswegen ist die Republik aufgebaut worden, mit den Autobahnen. War es eigentlich früher immer Tempo 130 oder hat sich da etwas getan in den Jahren? Früher, wie ich meinen Führerschein gemacht habe mit 5 Promille, inklusive von der Fahrlehrer zusammen, wissen Sie, wann eigentlich die 0,8 eingeführt worden ist? 73. Wissen wir, wie viele Formen wir das kennen? Bis 1,5 Promille bis Personenschaden. Und mein Auto ist nicht schneller gegangen wie 150 damals. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Weil wenn man 100 fährt, braucht man umso länger, da fährt man viel länger die Straßen. Und wenn man wenn 130, wenn das bleibt, dann ist man schneller weg. Auch. Und der Lärm, glaube ich, ist nicht so viel um, wenn du 100 oder 130 fährst. Ja. Wie soll ich da sagen? Wenn jeder vernünftig fahren würde, wäre das Thema überhaupt nicht da. Und es muss keiner rasen auf der Autobahn. Weil schneller wie 130 geht es eh nicht. Also warum soll man rasen auf der Autobahn? Ein kompletter Blödsinn. Wenn jeder vernünftig fährt, passiert gar nichts. Und die 100, das ist nur eine Kommentiererei wieder. Und die Leute regen sich wieder auf. Jetzt müssen wir da wieder runter, da wieder runter. Was soll man noch machen? Jeder sagt irgendwas, der muss das machen und der muss das machen. Und das bringt aber den Leuten nichts. Das bringt ihnen überhaupt nichts. Da haben wir ganz andere Probleme wie 100 auf der Autobahn. Da haben wir mehr Probleme. Und ich glaube, da haben wir viel mehr Probleme. Weil das Thema, wo sich die Leute beschäftigen mit der 100 auf der Autobahn, ich weiß nicht, die Leute haben genug Probleme. Da brauchen wir die 100 auf der Autobahn auch nicht. Weil das ist ein Blödsinn. Weil ich fahre eh schnell, so schnell wie ich will. Und wenn er schnell fahren will, fährt er sowieso schneller. Und da ist das vollkommen Unsinn. Weil wenn ich sage, ich fahre auf 180 oder 190 auf der Autobahn mit dem Auto, ist auch mein Problem. Aber ich tue es ja nicht. Weil jeden Moment die Spritpreise sind so hoch. Wer macht denn das noch? Macht eh keiner mehr. Ist so. Danke vielmals. Danke.